Ja, leck mich doch, ist das kalt in Deutschland, du. Ich habe mich jetzt auch noch verlaufen. Und das ausgerechnet heute, wo wir unseren ersten Gast in der Folge haben. Ja, Niklas von Reisetopia. Deshalb unbedingt dranbleiben. Und gleich geht's los, wenn ich es dann nach Hause schaffe. Irgendwas noch offen? Irgendwas, was wir vorher klären sollten? Alles soweit gut, ne? Würde sagen, nein. Hey, hallo und herzlich willkommen im True Miles Podcast mit Kai Berke und mir, Wolfram Kläger. Hier geht's ums Reisen und zwar um großartige Reisen, das so günstig wie möglich. In diesem Podcast lernst du, wie das funktioniert mit Business und First Class, wie du am besten Meilen sammelst, Prämienflüge bekommst und noch viel mehr. Schön, dass du heute dabei bist. Auf geht's! Das ist einfach eine Unterhaltung mit Video. Ja. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz speziellen Podcast-Episode im True Miles Podcast. Heute haben wir nämlich einen Gast. Nicht bloß die zwei Radiogesichter, die ihr jetzt die ganze Zeit gesehen habt, den Kai und mich, sondern heute haben wir den Jan Niklas dabei. Und der Jan Niklas ist sogar ein Profi. Der ist bei Reisetopia Specialist für Miles and Points. Wird er gleich bestimmt noch selber was dazu sagen. Kai, was können wir heute erwarten? Vor allen Dingen haben wir heute mal einen Experten dabei. Daran mangelt es ja sonst immer ein bisschen. Der kann in jedem Fall uns eine Menge erzählen über Miles & More aus erster Hand. Ne? Ich bin ja hier weit weg in Asien und da hat man mit Miles & More eben eigentlich nur so am Rande zu tun. Deshalb kann ich von Jan Niklas, das habe ich ja auch in den Kommentaren mitunter schon gemerkt, der ja mit Lufthansa quasi aufgewachsen ist, kann ich sicherlich noch was lernen. Und dann befasst er sich eben beruflich mit dem Thema bei Reisetopia. Deshalb bin ich sehr gespannt, was er uns heute zu erzählen hat. Ja, und ich erst. Ja, Niklas, so lange aufgewachsen kannst du ja noch nicht sein. Im Vergleich zu uns. Ja, genau. Ja, hallo, ich bin der Niklas. Bin seit einigen Monaten bei Reisetopia aktiv und seit mittlerweile knapp 3 Jahren Frequent Traveler bei der Lufthansa. Hab den Status damals mehr durch Zufall erflogen und habe seit eigentlich früher Kindheit immer wieder Kontakt mit Miles & More, Lufthansa und dem Vielfliegerprogramm und auch Vielfliegerstatus machen dürfen, dadurch, dass ich im näheren Familienumkreis jemanden habe, der Senator ist und dementsprechend auf eigentlich sämtlichen Familienreisen die Privilegien gut auskosten durfte. Genau, ich bin junge 20 Jahre alt und hoffe, euch und den Zuschauern ein paar neue und ergänzende Informationen rund um Miles & More und Lufthansa geben zu können. Super. Was fasziniert dich am Fliegen? Vielleicht fangen wir mal so rum an. Warum bist du begeistert dabei offensichtlich? Tatsächlich aus zwei Hauptpunkten. Das eine ist natürlich, ne, durchs Fliegen hat man einfach die Möglichkeit, unsere schöne Welt näher und häufiger kennenzulernen, als das früher der Fall war. Und in Kombination daraus, durch die Meilenlösung, die ich auch schon im privaten Umfeld miterleben konnte, hat sich das halt einfach etabliert, dass ich probiere, möglichst komfortabel unterwegs zu sein. Und diese Mischung aus, ich habe ein komfortables, entspanntes, angenehmes Erlebnis und ich lerne neue Länder, neue Kulturen kennen und kann neue Aktivitäten ausprobieren, hat für mich den Reiz ausgemacht, weshalb ich probiere, neben Studium und Arbeit möglichst viel unterwegs zu sein. Was studierst du? Tatsächlich weder was mit Tourismus noch Reisen. Ich studiere Wirtschaftsingenieurswesen und das mittlerweile auch schon im 5. Semester, jetzt im 6. Semester. Das heißt, es neigt sich dem Ende zu und genau, habe bisher jetzt immer die Semesterferien, so gut es ging, zum Reisen genutzt. Habe jetzt in den letzten Jahren so Südafrika, in den USA war ich, Costa Rica, ist zwar schon einen Tick länger her, aber auch Japan, Singapur, Bali. Es waren schon die eine oder andere Fernreise dabei. Getreu dem Motto, wenn man jung ist, hat man noch die Zeit zum Reisen. Zwar nicht zwangsläufig immer das Geld, weshalb Meilen-Einlösungen jetzt interessant sind. Aber zumindest hat man im Verhältnis noch recht viel Zeit. Und das ist so mein Prinzip, das möglichst gut auszureizen ist. Ja, bei Reisetopia hast du ja jetzt den perfekten Job, oder? Ja, da war ich durch Zufall drauf gestoßen gehabt. Hatte ich auf deren Website Stellenausschreibung gesehen gehabt und habe mir gedacht, Miles & Points Specialist, also so ist meine offizielle Berufsbezeichnung, das passt super zu mir. Ich habe viel Zeit meines Lebens schon im Flugzeug verbracht, in Hotels verbracht. Ich kenne mich mit den entsprechenden Statusprogramm soweit gut aus, hauptsächlich natürlich mit Miles & More und Lufthansa, aber auch konnte ich schon mit den entsprechenden anderen Fluggesellschaften Kontakte knüpfen und auch Hotels über Hilton Group, IHG, Hyatt mittlerweile auch einige Aufenthalte schon gehabt. Also dementsprechend habe ich mich da sehr, sehr gut identifizieren können, habe mir gedacht, ich bewerbe mich einfach mal und dann wurde ich
angenommen, hatte eine Woche später das Vorstellungsgespräch und genau, nun probiere ich mein Wissen nicht nur hier beispielsweise im Podcast zu teilen, sondern auch den Lesern von Reisetopia. Ja. Kannst du noch mal kurz ein bisschen Hintergrund geben, was Reisetopia eigentlich ist? Also alle kennen den Podcast, aber niemand kennt Reisetopia, ist ja klar. Dann kannst du da noch mal kurz ein paar Sätze verlieren. Ja, Reisetopia ist hat als Internetblog angefangen unter dem Motto Redefining Luxury Travel. Hat man bei Reisetopia, anders als bei anderen Plattformen, wie zum Beispiel Traveldies oder Meilen optimieren, einen Hoben oder einen Hauptfokus auf dem luxuriösen Reisen, sprich Business Class, First Class Reisen, haben mittlerweile auch eine Hotelsuche, Hotelbuchungsplattform, Reisetopia Hotels, wo man ausgewählte Hotels mit entsprechenden Benefits buchen kann, sprich sei es ein Zimmer-Upgrade, Frühstück für zwei, Hotelguthaben und somit hat man auch die Möglichkeit, ohne einen Status entsprechend luxuriös reisen zu können. Und genau, ansonsten vom journalistischen Teil her, was ich auch viel mache, sind halt Artikel und News querbeet über die Aviation-Welt. Sei es, wenn neue Strecken von Airlines aufgenommen werden, wenn es irgendwelche Probleme mit Flugzeugen gab, was es in letzter Zeit ja leider auch hin und wieder gab, wenn irgendwelche besonderen Angebote zu finden sind, wenn es oder im Allgemeinen Themen rund um die Vielfliegerprogramme, wo kann ich möglichst guten Status erfliegen. Ähnlich wie Kai das ja auch schon bei Launchrocker macht. Was ich ganz interessant finde, ist, du hast ja gesagt, die haben als Internetblog angefangen. Das waren ja, glaube ich, fünf Studenten, die das angefangen haben. Und die waren, glaube ich, kaum älter als du, als sie das gemacht. Ich weiß gar nicht, wie alt Moritz jetzt ist. Er sieht noch verdammt jung aus. Ich glaube, die haben angefangen so 2016, 2017 und müssen auch Anfang 20 gewesen sein. Ne? Also vielleicht ja, der eine oder andere gut. Ein bisschen älter. Ich glaube, Moritz war sogar der Älteste von den fünf. Aber dieser Gründungsmythos von Reisetopia, den fand ich immer ganz spannend. Und das hat die fünf da auch sehr sympathisch gemacht. Definitiv. Also Moritz ist immer noch sehr jung. Aber nein, also genau, der Grundsatz war tatsächlich ziemlich ähnlich zu meinem. Also halt Studenten, entsprechend knappes Budget und dann trotzdem den Willen, möglichst viel die Welt zu erkunden. Daraus hat sich dann auch langsam abgeleitet, dass man das Ganze möglichst luxuriös machen möchte. Und wie das ja so ist, wenn man sich dann da mit der Zeit ein entsprechendes Wissen erarbeitet, dann entsteht auch irgendwann der Bedarf, das auch anderen mitzuteilen und andere daran teilhaben zu lassen. Und genau so hat sich das immer weiter im Laufe der Jahre entwickelt. Ich glaube, mittlerweile sind wir über 40 Mitarbeiter. Also es ist dann doch etwas größer geworden. Und auch die Corona-Pandemie haben wir ziemlich gut überlebt und bieten mittlerweile nicht nur diesen Blog, sondern auch noch Bereiche über Hotelbuchungen, viel im Bereich Finanzen, haben wir uns auch eine hohe Expertise mittlerweile erarbeitet und angelesen. Kommen wir mal zu deinem Status. Du hast gesagt, 3 Jahre lang bist du schon Frequent Traveler. Ich wusste gar nicht, dass man so jung schon überhaupt einen Status haben kann. Ich dachte, dafür muss man volljährig sein. Aber also, was sind deine persönlichen Lieblingsvorteile des Frequent Traveler? Das ist ja eigentlich nur in Anführungsstrichen der Starline Silber. Hat ja aber bei Miles & More bringt ja eine ganze Menge Vorteile über einen normalen Silberstatus hinaus. Kannst du da mal was zu sagen? Genau, man muss eigentlich sagen, innerhalb der Lufthansa-Gruppe bzw. den voll integrierten Miles & More Airlines ist es fast schon wie bei manchen anderen Airlines der Goldstatus. Also man profitiert zum Beispiel über Vorteile wie den Lounge-Zutritt in Lufthansa Group Lounges, also sprich bei Austrian Airlines, Swiss, Lufthansa oder auch Brussels, dort ebenfalls, sodass man dort zumindest bei Reisen innerhalb Europas und mittlerweile gibt es auch die eine oder andere Lounge international, sei es jetzt in New York oder ich glaube Detroit hat Lufthansa beispielsweise auch noch eine Lounge. Also es gibt auch mittlerweile immer über den Atlantik hinweg ein paar Lounges, in denen man sich aufhalten kann vor dem Flug. Egal, zumindest wenn man Lufthansa fliegt, mit welcher Ticketklasse, also selbst im Economy Light Tarif kriegt man dort Zutritt. Genau, dadurch hat man halt ein deutlich entspannteres Erlebnis am Flughafen. Man kann auch den Business Class Check-in nutzen, sodass wenn man Gepäck hat. Nächster Punkt, Freigepäck ist auch zumindest ab dem Economy Basic Tarif, nicht im Light, aber ab dem Economy Basic Tarif dabei, kann man den Business Class Check-in nutzen und dann auch dort die bis zu 2 Gepäckstücke abgeben. Tatsächlich, was ich zu Beginn auch nicht wusste, gibt es in einigen deutschen Flughäfen, logischerweise Frankfurt und München, aber auch, ich glaube, Hamburg und Berlin, einen Fastlane-Zutritt für Frequent Traveler, wenn sie mit der Lufthansa fliegen, sodass man hiermit ja sogar Vorteile hat, die man sonst als Oneworld Sapphire, was ja auch nochmal eine Stufe drüber ist, nicht hat. Ja. Und ja, wenn man, wie ich jetzt von Berlin aus immer abfliegt, ist das dann schon
schon sehr angenehm. Ich glaube, dazu gibt es das noch in Wien und Zürich. Also die großen Hubs sind da noch voll mit betroffen. Ja, also man hat auch so noch ein, zwei Priority-Services nebenher. Was mich interessieren würde, wir hatten jetzt riesen Traffic auf unserer Folge zu Miles & More, beziehungsweise zu Revolut. DKB sperrte die Sammelei über Kreditkarten, Miles & More Kreditkarte und Revolut und andere Neobanken. Welche Tricks hast du drauf beim Meilensammeln? Ist dir das egal? Sammelst du sowieso so viele Meilen oder bist du wirklich auch mit Payback und mit früher mit Revolut und was weiß ich was unterwegs? Also Revolut habe ich leider jetzt erst recht spät angefangen zu nutzen. Also ich habe Anfang des Jahres damit angefangen. Das heißt, da konnte ich jetzt nicht so den großen Benefit rausziehen, was einfach damit zusammenhängt, dass man dann doch, gerade wenn man als Student nicht ganz so viel Geld zur Verfügung hat, wenn man mehrere Kreditkarten beantragen möchte, dass dann schnell nach hinten losgehen kann, beziehungsweise man es ja auch nicht schufa-technisch übertreiben möchte. Ja. Weshalb ich mir jetzt erst Anfang des Jahres eine Miles & More Kreditkarte geholt hatte. Vorher hatte ich nur mit der Payback Amex Kreditkarte Punkte gesammelt, weil das erstmal gereicht hat und die ja zumindest dauerhaft kostenlos ist. Da sieht man dann direkt, genau, also ich habe viel über Payback gemacht. Zeitlang gab es ja einige Apps, die die ganzen Payback-Coupons zusammengefasst haben, wo man wirklich sich Übersichten zusammensuchen oder nicht zusammensuchen musste, wie es zum Beispiel bei MyDeals der Fall ist, sondern wo das alles katalogisiert und zusammengefasst nach Themen war. Yeah. Und man dementsprechend auch aus einem 20-Euro-Einkauf schnell 500, 600 oder noch mehr Punkte machen konnte, ohne dass man jetzt explizit diese Angebote mitgenommen hat, wie es sie ja auch teilweise bei DM gibt mit 50 extra Punkte für Reinigungsmittel. Im Allgemeinen muss man natürlich sagen, dadurch, dass ich leider noch nicht ausgezogen bin, habe ich jetzt selbst keine großen Wocheneinkäufe, die ich tätige, sodass ich da auch noch das ganze Potenzial aus dem Thema Payback ziehen konnte. Aber so, was ihr auch schon ein paar Mal thematisiert hattet, wenn Freunde irgendwelche Anschaffungen haben, dann frage ich halt, ja, ist es ein Problem, wenn ich die für dich bestellen kann? Beispielsweise so ein Kumpel von mir wollte sich Nike-Schuhe holen, Black Friday letztes Jahr. Und dann habe ich ihm halt in Kombination, ich glaube, es gab bei Rewe 30-fach Payback-Punkte auf Nike-Gutscheine, zusätzlich noch 8-fach Meilen bei Miles & More. Und dann habe ich da einmal erst die Gutscheine geholt, die dann bei Nike eingelöst und dann in Kombination damit, glaube ich, für 80 Euro Schuhe 1200 Meilen oder so rausgeholt. Genau, also viel tatsächlich, so viel Zeit fließt in die Recherche nach möglichen Kombinationen von Coupons oder Shop. Ja. Die Kreditkarte, das ist die Frequent Traveler Kreditkarte, ne? Es gibt Statuskarten, sind auch umsonst oder zahlst du da auch eine Gebühr? Ich glaube, bei mir sind es jetzt 5,41 im Monat. Also für Senatoren und Horn-Circle-Member ist die Karte kostenlos. Frequent Traveler kriegen die Miles & More Gold-Kreditkarte zu einem reduzierten Monatspreis. Ich glaube, ansonsten ist der irgendwie bei 10, 11 Euro. Und wenn ich so 12, also die hatten sie ja nochmal erhoben gehabt. Da ist tatsächlich die Frequent Traveler Kreditkarte verschont geblieben. Ansonsten habe ich die gleichen Vorteile wie mit der Gold-Kreditkarte, sprich auch trotz reduzierter Gebühr habe ich diese 3x1 Gigabyte Datenvolumen von FlexiRoam dabei. Ich habe diese zwei kostenlosen Bargeldabhebungen, aber ob man das dann wirklich so braucht und ob das den hohen Mehrwert bietet, ist dann nochmal in Frage zu stellen. Dann gab es letztes Jahr im Dezember gab es irgendwie den Fehler auf der Miles & More Kreditkarten-Website, dass diese Miles Plus Packages, die es da gibt, dass man für die ersten 6.000 Euro Umsatz beispielsweise 6.000 Prämienmeilen zusätzlich erhält, die wurden für 0 Euro ausgeschrieben. Das hatte ich zum Beispiel entdeckt gehabt und habe das dann genutzt, um halt da im Laufe des Jahres, also noch habe ich die 6.000 Meilen nicht erreicht, aber um dann halt nochmal weitere 6.000 Meilen einfach so kostenlos mitzunehmen. Und ja, ansonsten für die Contrail-Kreditkarte ist die gleiche wie die Gold-Kreditkarte, bloß halt in Grau. Diese Pakete, normalerweise lohnen die sich aber nicht, oder? Also wenn man nicht gerade so einen Error-Fair da hat oder einen Error-Alert. Ich glaube, normalerweise kostet das günstigste, ist dieses Miles plus 6.000, wo man halt, das ist der einzige Vorteil, man kriegt für jeden Euro Umsatz eine extra Meile. Das heißt, normalerweise ist die Sammelrate ja bei 2:1, also 2 Euro Umsatz, eine Meile. Durch dieses Paket erhält man auch für einen Euro Umsatz dann 1,5 Meilen. Weil man ja normalerweise eine halbe Meile erhalten würde und dann kommt nochmal die eine extra Meile drauf. Allerdings zahlt man, glaube ich, für diese 6.000 Meilen, die man dadurch ja zusätzlich bekommen kann, 90 Euro innerhalb eines Jahres, wenn ich noch mehr. Das ist definitiv keine Ratio, die sich da lohnt. Da kommt man deutlich günstiger. Ja, vielleicht für die Zuschauer, die gerade nicht hinterherkommen, worüber wir gerade reden. Und Wolfgang guckt auch so ein bisschen sparsam. Wir reden über die Miles & More Kreditkarte. Zu der kann man bestimmte Sonderoptionen noch dazu buchen. In der Regel lohnen die sich nicht. Und eine von diesen Sonderoptionen ist eben,
dass man eine höhere oder dass man Zusatzmeilen bekommt für bestimmte Umsatzschwellen. Und da, als das eingeführt wurde, da hatte ich dann auch überlegt, das könnte ja vielleicht attraktiv sein, aber wenn man sich das durchrechnet, merkt man schnell, dass diese Pakete sich im Grunde genommen nicht lohnen, weil man die Meilen zu teuer bezahlt dabei. Also das nur so als Hintergrund, worüber wir gerade geredet haben. Was mich noch interessieren würde, ja Niklas, hast du auch eine Bucketlist? Der Kai, der hat eine Bucketlist, so bezeichne ich das. Der nimmt sich bestimmte Flugzeugtypen vor, die er unbedingt mal fliegen muss. Und dann tüftelt er rum, wie er da irgendwie mit Meilen möglichst günstig drankommt. Hast du eine Liste von Flugzeugtypen zum Beispiel oder von Reisezielen, wo du unbedingt demnächst hin musst? Also ich habe auf jeden Fall auch eine Liste mit Zielen, die ich gerne bereisen möchte. Das sind, würde ich sagen, noch eher diese klassischen Ziele wie Neuseeland, Australien, Südafrika definitiv nochmal auch auf Safari gehen, Mexiko-Stadt, Machu Picchu. Es ist quer verteilt. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich denen jetzt nicht irgendwie eine richtige Rangfolge zugeordnet habe, was einfach auch damit zusammenhängt, dass man ja generell im Thema mit Deals und Meilenreisen immer nach Verfügbarkeiten schaut. Und dazu kommt halt, dass ich auch immer noch, dadurch, dass ich nicht so ein Riesenfan davon bin, alleine Riesenreisen anzustellen, kommt es ja dann immer darauf an, welche Freunde gerade auf welches Ziel noch mit Lust haben, wie es in deren Zeitplan passt. Und dadurch ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, als nächstes Ziel kommt auf jeden Fall Neuseeland dran, dort reise ich als nächstes hin. Und abgesehen, dass man dafür entsprechend die Meilen sammeln muss. Ja. Sondern es gibt einige Ziele, die ich auf jeden Fall langfristig als Plan habe. Allerdings nicht, dass ich die priorisiert habe. Und zu den Flugzeugtypen, es gibt definitiv Flugzeugtypen, die ich bevorzuge, unabhängig ob jetzt Lufthansa oder British Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, wobei auch da natürlich dann immer noch das Bordprodukt so ein bisschen mit reinspielt. Ansonsten bin ich ein großer Freund von Airbus A380, den möchte ich definitiv nochmal befliegen oder nutzen. War, glaube ich, 2018 bin ich das erste Mal mit dem geflogen. Ist leider auch schon ein bisschen länger her. Und dann war ich schon sehr traurig, dass es dann hieß, ja, im Rahmen der Corona-Pandemie wieder abgeschafft. Ähnliches gilt tatsächlich auch für den Airbus 340-600, was ich vom Aussehen her tatsächlich mit eines der schönsten Flugzeuge betiteln möchte, würde. Den will ich auch definitiv nochmal fliegen, sodass es wahrscheinlich in den nächsten Jahren nochmal auf eine USA-Reise hinausläuft, wo sich das sehr ganz gut kombinieren lässt. In dem Fall dann die Lufthansa, sowohl im Airbus A380 als auch 340-600, diverse Ostküsten und auch ein, zwei Westküstenziele ansteuert. Und was sagst du zu Leuten, die sagen, ja, also ich fliege immer Economy, weil Hauptsache günstig, Hauptsache billig irgendwo hinkommen. Lohnt sich aus deiner Sicht Premium Economy, Business oder bist du sogar wie Kai wirklich auch scharf auf die First Class? Also definitiv würde ich den Leuten nicht ihre Einstellung absprechen, zu sagen, ich möchte möglichst günstig an mein Ziel kommen. Es gibt Leute, für die beginnt der Urlaub halt erst im Reiseland selbst, also wer der Ansicht ist, okay, er möchte gerne eng zusammengefercht mit hunderten anderen in der Economy sitzen, dann kann er das gerne machen. Für mich persönlich hat sich das als nicht so angenehm herausgestellt. Mit 1,90 Meter bin ich jetzt zwar nicht übertrieben groß, aber es ist trotzdem zumindest so, dass der Komfort gerade im Zeitalter, wo alles irgendwie immer etwas enger und platzoptimierter wird, das dann doch etwas unangenehm teils wird, sodass ich eigentlich darauf achte, dass ich Langstreckenverbindungen immer mindestens Premium Economy Flieger. Da hängt das allerdings, finde ich, immer von den Preisen ab. Also bei Meilen Tickets sage ich eigentlich, ich möchte immer mindestens Business Class fliegen, weil ich ansonsten den Gegenwert für die Meilen nicht so sehe. Gerade bei Premium Economy gibt es ja dann doch oft nur geringe Aufpreise von 100 bis 200 Euro gegenüber dem Economy Ticket pro Strecke. So dass ich das, wenn man überlegt, ich glaube, bei der Lufthansa zahlt man auf einigen Strecken 110 Euro für die Economy-Sitzreihe mit extra Beinfreiheit. In Kombination mit dem Zusatzgepäck und dem besseren Service, finde ich, ist das dann für die Premium Economy fast schon ein No-Brainer. Von zusätzlichen Meilengutschriften mal ganz abgesehen. Ich persönlich habe den Anspruch an mich, das Reisen, dass es möglichst komfortabel sein sollte. First Class ist es leider noch nicht geworden. Das hat sich einfach bisher noch nicht so ergeben gehabt. Aber wer gerne kommt, kann ein Glücksspiel machen. Ich bin 20 Jahre lang auch preisoptimiert geflogen. Ne? Also das liegt jetzt einfach an meinem Alter, dass ich mittlerweile in einem Alter bin, wo ich mir das nicht mehr antue. Also ich kann das nicht mehr. Ich bin auch 1,92, jetzt auch nicht wahnsinnig viel größer, aber dann auch ein bisschen in die Breite gegangen im Laufe der Zeit, also dass dann auch die Sitzbreite eine Rolle spielt, nicht nur die Beinfreiheit vorne. Das geht nicht mehr. Ja, vor allen Dingen ist es ja auch der Schmalraumflugzeug.
Flugzeuge sind nichts mehr für dich. Nee, aber die Economy in einem Großraumflugzeug ist auch nicht viel bequemer. Also da darf man sich nichts einreden. Das habe ich mittlerweile hinter mir gelassen. Und das ist eben auch dieser Suchtfaktor. Wenn du anfängst, Business Class zu fliegen, ist es verdammt schwer, dich wieder hinten einzureihen und hinten einzusortieren. Das will keiner. Wenn man einmal vorne gesessen hat, will man eigentlich nur noch vorne sitzen, wenn es dann irgendwie sich realisieren lässt. Und gerade oft wird ja dann auch argumentiert, ja, mit einem Status, dann hast du ja schon die Hälfte der Vorteile, die du von Business Class Reisen zum Beispiel hast, dann ist doch Economy gar nicht mehr so schlimm. Aber ich finde, gerade dann ist es so, wenn man diese Vorteile am Boden hat und dann merkt, muss jetzt doch bis ganz nach hinten durchlaufen, dann fühlt sich das teilweise sogar, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber noch schlimmer an, als wenn man einfach dieses grundsätzliche Economy-Erlebnis hat, wenn man beispielsweise EasyJet oder so fliegt. Gut, die fliegen jetzt keine Langstrecke, aber da hast du ja dieses grundlegende Erlebnis und dann fühlt es sich weniger schlimm oder dramatisch an, wenn man dann doch nach hinten in die Economy durch muss. Der Kernvorteil bei einem Business-Class-Ticket ist und bleibt der Sitz. Also alles andere, so was du an Priority-Services hast, das ist alles schön und gut. Nice to have, nimmt man mit. Essen, klar, ein schöner Champagner, warum nicht? Aber der Kernvorteil ist und bleibt der Sitz. Und wenn der Sitz ein Economy-Sitz ist, dann ist das halt einfach nicht gut. Ja, und man muss halt immer sehen, Kurz-, Mittel- und Langstrecke, das macht halt auch einen riesen Unterschied, welche Priorität der Sitz dann hat oder die Suite oder was auch immer. Also wenn ich nach Mallorca fliege, dann ist es mir, würde ich auch im Stehen machen zur Not, ja, wenn es günstig ist. Im Bus nach Mallorca, ja. Ja, innerhalb von Europa hast du ja ohnehin wenig Airlines, bei denen du eine Auswahl hast, was du in den Sitzen bekommst. Das ist ja eh immer der gleiche Sitz, nur dass du eben mal einen Nebenplatz frei hast. Das gilt dann ja als Business. Also gerade da lohnt sich der Aufpreis meiner Ansicht nach nicht. Gerade wenn man beispielsweise, um mal zum Thema Senator-Status zurückzukommen, gerade mit dem Senator, da guckt die Lufthansa ja, dass der Nebenplatz dann zumindest frei bleibt. Und dann hat man bis auf ein Essen, was man sich im Zweifel auch ein bisschen was aus der Lounge mitnehmen kann, hat man da keinen Unterschied mehr zur Business Class. Ich habe Zusatzgepäck, was zwar nur 46 Kilo in der Gesamtmenge ist, aber trotzdem, ich habe Zusatzgepäck, ich habe Priority Boarding, ich habe die ganze Priority Service am Boden inklusive Lounge und habe, wenn der Flieger nicht ausgebucht ist, noch einen Nebenplatz frei. Und dann lohnt sich das sowieso noch weniger, als es sich so. Ja. Wo du gerade den Senator-Status angesprochen hast, findest du, dass jetzt nach der Umstellung auf das neue Statussystem der Senator leichter geworden ist oder ist er schwerer geworden? Also ich frage nicht mir ist klar, das sind jetzt nicht mehr 2 Jahre, sondern 1 Jahr und damit ist die Sache im Grunde genommen auch schon dann beantwortet, aber die Qualifikation an sich, ist die leichter oder ist die schwerer geworden? Das würde ich sagen, hängt ganz davon ab, was für Art von Reisender man ist. Also wenn man viel mit Deals und günstigen Tickets unterwegs ist, dann ist er tatsächlich im Verhältnis einfacher geworden. Also zumindest im Verhältnis, wie viel kriege ich für einen Flug und wie viel muss ich erreichen, um den Status zu qualifizieren. So ist er jetzt theoretisch möglich, mit 100 Segmenten in der Economy innerhalb Deutschlands oder Europa den Senator-Status zu erfliegen, wo man früher in der günstigsten Buchungsklasse, glaube ich, 125 Meilen oder Statusmeilen erhalten hat. Das heißt, da hätte man nicht, sagen wir mal, 800 Flüge roundabout haben müssen, damit das zum Senator-Status reicht. Das heißt, für die ist es deutlich günstiger oder einfacher geworden. Gleiches gilt auch für günstigen Buchungsklassen in der Premium Economy, beziehungsweise die wurde im Allgemeinen, würde ich sagen, abgewertet. Aber zumindest in der günstigen Buchungsklasse in der Business, die ja früher nur 100% gegeben hat und jetzt die gleiche Menge Gutschrift bekommt wie auch die teuren Buchungsklassen. Und damit würde ich sagen, ist dann auch klar definiert, wer die größten Verlierer sind. Das sind die Geschäftsreisenden, die nicht unbedingt viele Reisen im Jahr haben, aber das dann halt in hohen Buchungsklassen, weil es spontan gebucht wird oder vielleicht flexibel sein muss, das Ticket. Das bezieht sich sowohl auf die Economy, hohen Buchungsklassen, die ja früher genauso viel gegeben haben, teilweise wie das günstigste Business-Class-Ticket und auch auf die hohen Business-Buchungsklassen. Du lässt aber deine Flüge weiterhin bei Miles & More gut schreiben oder denkst du über einen Wechsel nach? Ich habe tatsächlich jetzt schon mehrfach drüber nachgedacht und auch mal evaluiert, was es da so für Alternativen gibt. Da hat mich bisher tatsächlich Aegean am meisten angesprochen, hat ihren Miles im Bonusprogramm. Aber tatsächlich dadurch, dass ich momentan eher weniger bezahlte Flüge habe, also zu dem Flieger und Traveler bin ich durch jegliche Kombination von Corona-Kulanz-Aktionen da gekommen und habe den dann 2022, als im ersten Halbjahr da noch die entsprechenden Kulanz-Aktionen gab. Ich glaube, ich habe so die 10.000 Statusmeilen nur, wenn man 5 Flüge CO2 kompensieren lassen hat. Durch diese ganzen Aktionen habe ich das dann direkt nochmal verlängert. Jetzt habe ich ihn noch bis Anfang 26 und dann schaue ich mal weiter, was ich dann mache. Stand jetzt ist es allerdings so, dadurch, dass man Meilen innerhalb Deutschlands und als Deutscher auch innerhalb Europas mit Miles & More am einfachsten sammeln kann, macht es für mich momentan einfach noch keinen Sinn, woanders die Flüge gutschreiben zu lassen. Dadurch, dass ich vom
Volumen der gezahlten Flüge woanders noch nicht auf einen nennenswerten Status kommen würde. Und da ist der Starlines Silberstatus bzw. Frequent Traveler Status bei Lufthansa mit den dann doch schon recht hohen Vorteilen einfach der attraktivste für mich. Ja, haben wir noch einen, Kai? Haben wir noch einen? Ach, ich wollte unbedingt noch fragen, ob für dich die Allegris, ja Niklas, ist die Allegris für dich, wir hatten so einen Running Gag in dem Podcast und haben das so ein bisschen gehypt, ist für dich die Allegris, du bist ja Lufthansa-Fan, kann man sagen, ist die Allegris für dich ein Thema? Also insofern ist es auf jeden Fall ein Thema, dass es ein deutliches Upgrade im Vergleich zum bisherigen Bordprodukt ist. Ist nicht schwer, ne? Eben, das ist halt der Punkt, gerade was die Privatsphäre angeht, ist das im Vergleich, wenn man eh viel mit Lufthansa unterwegs ist, definitiv etwas, worauf man sich freuen kann. Berücksichtigt, dass zwischen den ersten Renderings 2017 und den jetzigen Fotos und dem jetzigen Produkt, was man ja dann tatsächlich auch schon mal in echt gesehen hat, kein wirklich großer Unterschied mehr ist, stellt sich natürlich die Frage, inwiefern wurde das weiterentwickelt und inwiefern ist das jetzt noch up-to-date. Es ist, würde ich sagen, definitiv kein schlechtes Business-Class-Produkt, aber es ist jetzt auch nichts so ultimativ Revolutionäres. Zumindest für den Kunden. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese ganzen unterschiedlichen Sitztypen, die ja dann auch unterschiedlich bepreist werden sollen, dass die aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine neue Ära einläuten können. Ich meine, bei British Airways kennt man es jetzt auch schon ein bisschen länger, dass da Sitzplätze auch in der Business Class bezahlt werden müssen, wenn man sich die vorher aussuchen möchte. Aber dass man jetzt jeweils unterschiedliche Sitze hat mit unterschiedlichen Vorteilen, sei es extra Beinfreiheit oder dann doch mal ein Fenster, dass das dann separat bepreist wird, das wird wahrscheinlich für die Lufthansa ein guter Deal. Für die Kunden ist das dann doch aber eher doof. Also zu 100% überzeugt bin ich von der Allegris leider auch nicht. Ja, ich habe ja im Podcast schon öfter, also wenn wir unsere letzte Stunde hatten, darauf hingewiesen, dass die sich das so ein bisschen, wenn man sich die Konfiguration anguckt und auch den Sitz an sich, dann sieht er ein bisschen aus wie der United Polaris Sitz. Ne? United hat, glaube ich, nicht den Einzelsitz in der Mitte, den Lufthansa jetzt hat, aber so von der Verschachtelung sehen sich die Sitze verdammt ähnlich. Beides so ein bisschen auf einer Recaro-Basis. Aber das war eben, wann ist der Polaris Sitz rausgekommen? 2016, glaube ich, ne? Also ein Jahr bevor Lufthansa erstmals mit der Idee um die Ecke kam. Und wie du schon sagst, 2017 kam der Urknall mit Qatar Airways Q-Suite. Seitdem reden alle von Türen vor dem Business-Sitz und mehr Privatsphäre und solche Sachen. Und das ist eine Entwicklung, die Lufthansa damit kaum nachvollzogen hat. Die haben jetzt zwar in der ersten Reihe dann eben noch so eine Suitenreihe eingeführt, wo dann eben Türen vor dem Sitz sind. Aber so der richtige Knall 2024, wenn man quasi nicht mal das liefert, was Qatar Airways seit 2017 liefert, fänd ich schwer, wenn damit dann versucht wird, eine Preiserhöhung. Das wird ja passieren. Ich habe ja schon öfter gesagt, die haben da viel, viel Geld investiert, egal wie lange das jetzt gedauert hat. Da sind über 2 Milliarden, glaube ich, investiert worden in diesen neuen Sitz. Und das muss natürlich irgendwie auch wieder reinkommen. Also wird es nicht gar nicht anders gehen, als eben über den Preis, ne? Wird das wieder eingespielt werden müssen. Und ob es das dann wert ist, der Sitz, der ein guter Sitz ist, der sicherlich ein deutliches Upgrade ist zu dem, was da bisher fliegt, das muss jeder dann für sich selber beurteilen. Ja, das wäre das nächste Clickbait-Thema, das ich auch noch den Jan-Niklas fragen würde. Spielt es für dich oder was? Wie schätzt du die Lage ein, auch als Fachspezialist inzwischen? Müssen wir Angst haben vor der Entwertung, die uns allen droht? Wir unken im Podcast regelmäßig, natürlich, wir müssen auch Klicks haben. Wir unken regelmäßig, dass Miles & More demnächst entwertet, wie fast alle anderen schon entwertet haben. Wie schätzt du das ein? Hältst du da die Füße still oder also, bist du auch schon panisch? Ich sag mal so, ich kann das gut nachvollziehen, dass sich dort mittlerweile ein gewisses Gemurmel rund um das Thema anbahnt und immer mehr Leute auch Angst davor haben, dass die Miles & More Meilen entwertet werden. Man muss, finde ich, fairerweise anmerken, dass Miles & More jetzt seit Jahren einen stabilen Meilenkurs gehalten haben, dass da nichts irgendwie angepasst wurde. Viele Programme haben es ja jetzt gemacht, zum Beispiel mehrfach aufgeführt mit Turkish Airlines, Finnair Plus jetzt. Ich glaube allerdings, dass wenn es zu einer Entwertung kommt, dass die Lufthansa bzw. Miles & More das entsprechend früh kommunizieren wird. Ich glaube nicht, dass es jetzt fast anderthalb Jahre sind wie beim neuen Statusprogramm, aber ich gehe schon davon aus, dass das mehrere Monate im Vorhinein sein werden, wo das kommuniziert wird und dass man das nicht von heute auf morgen machen wird. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht nicht zwangsläufig dieses Jahr, aber innerhalb der nächsten Jahre auf jeden Fall zu irgendeiner Entwertung oder zumindest Anpassung der Meilenwerte kommen wird. Aber bis dahin, einen davon abhalten, jetzt weiter Meilen zu sammeln, tut es ja nicht, weil, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass man noch genug Zeit hat, nach der Ankündigung das entsprechend buchen zu können. Und dadurch sehe ich jetzt noch nicht den Grund, warum ich sagen würde, jetzt bei Miles More definitiv nicht mehr
sagen. Ja, wir haben ja auch schon oft genug darauf hingewiesen, vor allem der Kai. Es ist einfach auch eine Konjunktur. Wir haben einen Zyklus in der ganzen Meilengeschichte, Prämienmeilengeschichte und in schönem Abstand. Ich glaube, Kai sagt immer 4-5 Jahre ist der Zyklus, wo es attraktiver wird, eine Weile Meilen zu sammeln und dann wird es eben eine Weile wieder unattraktiver und alle 4-5 Jahre wiederholt sich das Spiel. Man darf ja auch nicht außer Acht lassen, beispielsweise während Corona. Genau. Und da ist man zwar nicht günstiger geworden, aber seitdem hat man ja jetzt die letzten 1,5-2 Jahre doch einen deutlichen Anstieg der Preise gesehen und auch da wurde jetzt noch nichts angepasst, was ich sagen würde. Genau, also es gab Phasen, da war das attraktiver, Prämienflüge zu buchen. Und es gab Phasen, da war es nur etwas attraktiv. Aber alles in allem, glaube ich, selbst wenn die Meilenpreise angepasst werden, wird das nach wie vor noch halbwegs attraktiv werden. Ich glaube, ehrlicherweise nicht, was auch gemurmelt wird, dass es zu einem System kommt, dass die Preise sich an den richtigen Flugpreisen orientieren. Das dynamisches Preissystem. Wird, genau. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man wird weiterhin an diesen Zonen und den festgesetzten Preisen festhalten. Mhm. Und dafür ist ja Miles & More auch einfach viel zu erfolgreich. Die müssen ja aufpassen, dass sie sich mit ihrem System nicht selbst ins Knie schießen, wenn sie das zu unattraktiv machen. Ja, auch beispielsweise jetzt für die First Class Flüge. Dadurch, dass man ja allem Anschein nach die First Class Kapazität weiterhin deutlich reduzieren wird. Dadurch, dass man ja dann nur noch 3,5 bis 4 Sitzplätze in einem First-Class-Sitz in einem Flieger anbieten wird, wie es jetzt bei der 747-8 ist oder ob man jetzt auch in der 777X dann doch mal eine zweite Reihe First-Class einbaut, keine Ahnung. Aber im Allgemeinen ist ja schon der Trend zu erkennen, dass man pro Flieger weniger First-Class-Sitze einbauen wird und dadurch wird sich ja das Verhältnis eh so entsprechend anpassen, dass es noch schwerer wird, First-Class-Sitze mit Meilen zu buchen. Und allein dadurch wird ja werden zumindest First-Class-Prämienflüge in gewissem Maße etwas wertet. Ja, wobei, wenn ich Kai richtig verstehe, mit First-Class können die Airlines kein Geld verdienen. Das ist eigentlich eher eine Prestige-Sache für die Airline und für die Kunden. Aber das Geschäft wird eigentlich in der Business-Class gemacht, oder? Ja, also im Verhältnis zu dem, was man an Infrastruktur für einen First-Class-Passagier aufrechterhalten muss, ist es definitiv deutlich teurer als jetzt beispielsweise für Business-Class-Passagiere. Deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass die Lufthansa sagt, dass sie nicht nur auf 1-2 Flugzeugtypen die First-Class anbieten, wie zuerst gedacht, sondern jetzt auch in der 777 das mit anbieten und auch in einigen 850. Okay. Auch in Kombination mit den Horn-Circle-Membern, die ja auch diese Services größtenteils mitnutzen können, muss man halt einfach schauen, dass man ein entsprechend großes oder dass die Flotte mit First-Class-Sitzen nicht zu klein gerät, damit das sich immer noch lohnt, genau. Beziehungsweise halt nicht zu großen Verlust macht. Aber das stimmt schon im Verhältnis zu dem, was ein First-Class-Sitz im Flugzeug einnimmt und zu dem, was die Fluggesellschaft an Revenue rauskriegt, sind Business-Class, beziehungsweise ich meine sogar Premium-Economy, ist im Verhältnis zum Platz und dem Service, den sie zusätzlich zahlen müssen und dem, was sie zusätzlich verlangen können, sogar der attraktivste Sitz für die Fluggesellschaften. Okay. Kai, du hattest noch einen. Nee, ich wollte im Grunde genommen nur zustimmen, dass durch die Verknappung des Sitzangebotes es natürlich dann auch zu Restriktionen kommen wird für die Buchbarkeit. Wir haben das bei Air France gesehen. Ne? Die haben auch nur eine Reihe, glaube ich, in der 777 mit ihrer La Première. Und die kannst du inzwischen bei Flying Blue nur noch als Platinum-Member buchen. Also es hat angefangen, dass sie gesagt haben, nur noch als Statusinhaber. Da hat dann aber auch der Silberstatus gereicht. Und dann gab es eine relativ kurze Phase, also die hat man fast übersprungen, wo man gesagt hat, nee, ihr braucht den Goldstatus, wenn ihr noch La Première Premium-Flüge buchen wollt. Und jetzt mittlerweile musst du eben den höchsten Status im Programm haben, um überhaupt buchen zu dürfen. Und dann sind die Preise ja nochmal eine andere Geschichte. Also die haben eben das dynamische Preissystem und unter 200.000 Punkte oder Meilen, dann kriegst du da halt auch keinen Platz. Und da fürchte ich, werden andere Airlines sich auch hinbewegen. Also ob jetzt dynamisches System oder nicht, bin ich auch noch unentschieden, wie sich das bei Miles immer entwickeln wird. Aber First-Class-Verfügbarkeiten werden knapper werden. Das ist einfach mal so. Mhm. Ja. Ja, wir sind durch, ne? Also ich finde schon. 40 Minuten. Für die erste Runde. Netto sind das dann natürlich wieder 5 Minuten, aber wir werden sehen. Jede Woche rede ich mir den Mund fusselig und dann macht er da 20 Minuten draus am Ende. Und es sind 2 Stunden Kai Berke live. Ich hab's auch nicht leicht. War doch eine Runde. Runde Sache, Geschichte. Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank, lieber Jan-Niklas. Fand ich echt klasse. Du bist unser erster Gast. Wir werden dich für immer in Ehren halten im Podcast. Sehr schöne Sache. Und danke Kai sowieso, wie immer. Gerne. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Auch wie immer, mail@truemilespodcast.de gilt auch wie immer für alle Fragen, die ihr eventuell habt, für Wünsche, Vorschläge, Ideen, Träume, Kritik womöglich. Wir nehmen alles, Volley und antworten gelegentlich sogar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, Jan Niklas und tschüss, Kai. Und vielen Dank.